Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14 mit ohne Hose, beziehungsweise soll das hier unsere Hose sein? Bin mir da immer noch nicht ganz sicher. Naja. So, beim letzten Mal haben wir hier die Gilde weitergemacht. Ich muss auch für diesen Part noch einen Thumbnail machen. Also für den letzten Part und für diesen hier. Ja. Aber das soll jetzt nicht unsere Sorge sein. So, wir reden erstmal mit unserem Gildenmast. Ash, du siehst stärker aus als bei unserem letzten Treffen. Vor allem aber auch ruhiger und entschlossener. Du scheinst dir meine Worte zu Herzen genommen zu haben. Beim letzten Mal habe ich dir beigebracht, was wir Pikiniere unter Mut verstehen. Und warum du dafür deine Selbstbeherrschung und Entschlossenheit trainieren musst. Heute wird sich zeigen, ob meine Lehre auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Hoffentlich ist deine Waffe gut in Schuss. Du wirst sie brauchen. Für die nächste Prüfung wirst du dich mitten in eine Meute von Feinden begeben müssen. In solchen Situationen kannst du nie wissen, aus welcher Richtung der nächste Angriff erfolgt. Wenn du nicht höllisch aufpasst, wirst du von Gegnern umzingelt und von ihrer schieren Masse schlicht überwältigt. Du wirst nur überleben können, wenn du deine Angst unter Kontrolle hältst und entschlossen angreifst. Solltest du erfolgreich sein, wird das deinen bereits vorhandenen Mut weiter stärken. Es geht um alles oder nichts, also hör gut zu. Dein Auftrag lautet, reise nach Blankenfels in das Brutgebiet der Anolis. Irgendwo dort am Felshang ist der Stein der Resolution versteckt. Finde ihn und bring ihn zu mir. Dafür wirst du dir einen Weg durch eine Horde fleischfressender Vogelbestien mit spitzen Schnäbeln und messerscharfen Krallen bahnen müssen. Überlege dir gut, wann es klüger ist, ihnen auszuweichen und wann du kämpfen musst. Begeh keinen Fehler, denn er könnte dein Ende bedeuten. Die Anolis sind gefährliche Gegner. Doch keine Sorge, mit wachem Geist und Mut im Herzen wirst du erfolgreich sein. Okay. Dafür müssen wir einmal wieder in den tiefen Wald. Wir werden im tiefen Wald sterben. Wir leben und sterben im tiefen Wald. Es wird nie wieder einen Ausweg geben aus diesem Wald. Denn wir leben und sterben im tiefen Wald. Ein Gedicht. Von Aidaria LP. Oh mein Gott. Nein. Oh Gott. Hilfe. Was war im Orangensaft drin? Ich glaube, wir bekommen die Orangen nicht. Apropos. Warte mal. Wir können mal wieder gucken, ob wir ein neues Pet erwischen. Nee. Wir kriegen immer noch Baum. Dabei haben wir doch hier. Oh, scheiße. Wir kriegen einfach nicht das Wächterauge, fällt euch das auf? Nee, das ist ein relativ verzeihliches. Ich meine, wir haben noch ein Wächterauge. Wir haben das so nie angeguckt. Ja, jetzt kriegen wir es. Das ist das Wächterauge. Eigentlich ein Ariman, aber die brauchen natürlich von den einzelnen Gattungen immer etwas mehr Auswahl. Dieser Streifen in der Unterbox, ne? Das sieht so falsch aus. Naja. Ah. Mal, ich nehme hier mal. Ah, Mist. Ich dachte, sie greifen mich vielleicht nicht mehr an. Ab einem gewissen Level greifen sie mich nicht mehr an. Ist uns aber leider noch nicht vergönnt. So, das Ausweichen bei diesen Dingern wird doch sehr, sehr nützlich später.
Gut. So. Musste gerade kurz gucken, weil ein Chasi-Pupsi Schätzi noch etwas braucht, bis er nach Hause kommt. Aber mittlerweile kann man eigentlich ganz gut mit denen dealen. Also, klarkommen. Sind so viele so Brockensteine hierher gekommen, ey. Alle Achtung, du hast den falschen Stein in der Resolution gefunden. Ja, richtig gehört. Das Stein ist eine Fälschung. Irgendwie passend für eine feige Pikinierin wie dich, findest du nicht? Doch verzeih mir, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Foku. Oder Foku? Wie auch immer. Wir hatten ja bereits das Vergnügen in der Übungshalle der Pikiniergilde. Als ich meine Waffe auf dich gerichtet hatte, hattest du nicht mal mit der Wimper gezuckt. Ich hatte den Eindruck, dass du womöglich doch kein Feigling bist. Vielleicht steckt tatsächlich eine Pikinierin in dir. Um das herauszufinden, habe ich mir erlaubt, diese lächerlich einfache Prüfung etwas zu verschärfen. Ich habe den echten Stein der Resolution an einem anderen Ort, viel gefährlichen Ort, versteckt. Er liegt nun im Geisterkerker, bewacht von finsteren Monstern. Nun ist es eine Prüfung, die einen Pikinierern würdig ist. Die Entscheidung, ob du die Prüfung annimmst, liegt bei dir. Wenn du Angst um dein Leben hast, kannst du den Schwanz einkneifen und davonrennen. Ich werde dich nicht aufhalten. Bedenke jedoch, dass ein Pikinierer nur im Angesicht großer Gefahr wahren Mut entwickeln kann. Gut. So jumpen wir hier einfach mal gepflegt runter. Es ist Gott sei Dank nicht allzu weit entfernt. Aber wir sollten das eigentlich ganz gut meistern. Bisher mochte ich die Pikinier-Quest eigentlich ganz, ganz gerne. Ich glaube, ich habe bisher nur bis 15 gespielt. Ungefähr, glaube ich. Ja, 15, 20, so ein Dreh. Aber ich habe noch nicht viele Quests von den Pikmin gemacht. Hi. Tschüss. Hi. Tschüss. Hi. Tschüss. Ich meine, hier hinten müsste sein, ja. Und hier ist... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, und hier ist der echte Stein. So, das heißt, den können wir wieder abgeben, aber einmal wieder zurück nach Gridania. So, ich hab Babuzi hinten manövriert. Du hast also überlebt, doch sag mir, hast du auch den Stein der Resolution gefunden? Ja, habe ich. Ja, das ist er, aber er hat einige Kratzer bekommen. Was ist im Blankenfels geschehen? Ja, also, es war so. Der Pignier, der dich neulich bedroht hat, heißt... Rokus, Foku, wie auch immer. Und er hat den Stein der im Geisterkerker versteckt. Was für ein Ausgebot von Frechheit. Erst beleidigt er die gesamte Gilde und nun stört er auch noch unsere Ausbildung. Was bei den sieben Höhlen will er damit bezwecken? Offensichtlich scheint der Mann größtenwahnsinnig zu sein.
Er will dich beeinflussen, Ash. Du darfst dir seine Worte nicht so zu Herzen nehmen. Dass eine Pikeniere nur im Angesicht der Gefahr ihren Mut beweisen kann, ist Unsinn. Mut entsteht aus Selbstbeherrschung und Entschlossenheit. Beides hast du unter Beweis gestellt, indem du dir deinen Weg durch eine Vielzahl von Feinden gebahnt hast. Dadurch hast du deinen Mut weiter gefestigt, was dich auf dem Weg der Pike voranbringt. Kann ich bitte eine neue Hose haben? Mann, oh, ich möchte eine Hose. Ist doch. Ah. Also, ich muss hier auch nochmal neu. Okay. Ich habe die Schuhbrühe nicht nochmal, die habe ich schon. Ich nehme dann einfach hier den Wappenrock da. Ash, du kommst zur rechten Zeit. Ich brauche dringend deine Hilfe. Du erinnerst dich sicher an diese Unruhestifter Volkül, der deine letzte Prüfung gestört hat. Gerade eben war er wieder hier, um unsere Gilde aufs Übelste zu beschimpfen. Einem jungen Pikenier platzte daraufhin der Kragen. Er verlangte von Volkül Genugtuung und nun sind beide in den Ostwald gegangen, um sich dort zu duellieren. Ich hätte diese Tore unterbinden müssen, doch damit hätte ich die Ehre unseres Pikeniers weiter untergraben. Wir können nur dafür sorgen, dass er nicht getötet wird. Wer weiß, was Volkül im Schilde führt. Leider kann ich meine Pflichten... Meine Pflichten hier nicht vernachlässigen. Deshalb bitte ich, das Duell zu beaufsichtigen und den Notfall anzuschreiten. Okay, also einmal in den Ostwald. Kein Problem. Kriegen wir hin. Ich sehe schon, ja. Sehnt euch sehnlichst. Alter, Main Story. Ich mich auch übrigens. Obwohl es eigentlich fast direkt danach weitergeht mit... Leveln. Ganz gewaltig. Leveln. Gut, wartet einmal. So. Ich müsste mir hier einiges ein bisschen zurechtzuppeln. Ah, okay, nach da ganz hinten müssen wir. Ja, kein Problem. Kriegen wir auch hin. Die Frau ohne Hose. Oder Ariman ist süß. Beziehungsweise das Wächterauge. Gott. So. Und wir sind auch gleich am Ziel. Hallo Schweinchen. Da wartet er. Beziehungsweise warten beide. Er ist gefesselt. So, treffen wir uns wieder. Erinnerst du dich an mich? Huch. Nein, wie kannst du nur deinen Gönner vergessen, der dir die wahre Bedeutung von Mut offenbart hat? Du versuchst wohl, mich zu ärgern, aber ich stehe über solchen Kleinigkeiten. Wichtig ist nur, dass du den Stein der Resolution aus dem Geisterkerker geborgen hast. Ich habe mich nicht in dir getäuscht, ich habe aus Versehen das Falsche geklickt im Übrigen. Du bist anders als die Feiglinge der Gilde. Du hast das Zeug zu einer echten Pikenierin. In deiner Brust schlägt ein wahrhaft mutiges Herz. Es giert nach Herausforderungen, an denen es erstarken kann. Und das soll es auch, denn dafür... stelle ich dir eine Aufgabe. Du willst oder nicht, dir bleibt keine Wahl. Solltest du dich verweigern, kann ich nicht für das Wohl deines Freundes dir garantieren. Bei unserer letzten Zusammenkunft sagte ich dir, dass eine Pikeniere nur im Angesicht großer Gefahr wahren Mut entwickeln kann. Selbstverständlich ist das nicht im Kampf gegen gewöhnliche Monster möglich. Deshalb habe ich es mir erlaubt, würdige Gegner für dich auszuwählen. Nimm diese alchemistische Tinktur und gieße sie über die Wurzeln des großen Baumes davor nur ein paar Jahre südlich von ihr. Das wird den Zorn eines Wesens erregen, das du im Kampf besiegen musst. Jetzt kommt so eine kleine Schnecke. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was das für ein Monster war. Ah, einfach nur ein Baum. Thank you.
Sehr gut. Würde ich sagen. Mal sehen, was er hierzu zu sagen hat. Der dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Du hast die erzürnte Oma also besiegt. Gratulation. Dadurch hast du deinen Mut weiter gefestigt. Damit kommen wir umgehend zu deiner nächsten Prüfung, bei der du gegen mehrere Feinde bestehen musst. Geh zum Mogelsturm im tiefen Wald und lege dich dort auf die Lauer. Zu dieser Jahreszeit ziehen dort regelmäßig blutdürstige Wölfe vorbei. Warte auf die Meute und das schlage ihr Leittier, den Alpha-Wolf. Ich werde den Kampf beobachten und dir im Fall des Falls Anweisung geben. Am Mogelsturm. Ja, ich weiß, wo das ist. Teleportieren wir uns einfach mal hin. So. Also zum Mogri-Stuben. Wir waren mal lange nicht mehr. Wenn ich mir das gerade mal so recht überlege. So, und jetzt eigentlich einfach nur noch geradeaus. Oh, da ist der Regalis. Oder die Regalia, hat er gesagt. Ja, das dauert alles noch ein bisschen. Ich meine, wenn ich das hier mal so angucke. Wie gesagt, Gladiator leveln wir noch Forstkämpfer und Taumaturg. Dann haben wir das soweit erstmal. Bis wir uns um die nächste Klasse halt kümmern können. Und ja, danach wird das Level noch nicht mehr ganz so im Vordergrund stehen. Beziehungsweise ist es uns dann frei, welche Klasse wir wann, wie, wo leveln wollen. Ja. Okay. Okay, Alpha steht direkt vor uns. Unser Alpha-Wölfchen. Immer einmal nach links und rechts ausweichen. Wir haben ihn zum Glück gleich. Sehr gut. Gut gemacht, Ash. Indem du dich furchtlos der Gefahr gestellt hast, ist dein Move weiter gewachsen. Außerdem hast du die Wölfe vom Mogri-Stuben vertrieben und damit für Daniel sicherer gemacht. Nachdem du nun meine Aufgabe bestanden hast, wirst du mir sicher zustimmen, dass im Vergleich dazu die sogenannten Prüfungen der Pikiniergilde nicht ernst zu nehmen sind. Um dich zu entfalten und deine wahre Bestimmung als Pikinierer zu erfüllen, musst du der Gilde der Feiglinge den Rücken kehren und mir folgen.
Denk darüber nach, aber nicht zu lange. Bald schon werden wir uns wieder begegnen. Oh ja, wir bald. So. Dann aber wieder nach Credania. So, wir sind wieder bei der Gilde. Und hallo, Yvain. Ash, bin ich froh, dass du lebst. Der närrische Duellant ist gerade zurückgekommen und hat mir unter Tränen alles erzählt. Volkür versucht dir, seine verdrehte Vorstellung von Mut aufzuzwingen, aber du darfst ihm nicht glauben. Wer sich blindlings in Gefahr stürzt, ist nicht mutig, sondern dumm. Pikniere gewinnen Mut aus Selbstbeherrschung und Entschlossenheit, aus nichts anderem. Nur weil du diese grundlegenden Tugenden verinnerlicht hast, konntest du Volkürs Schikanen überstehen. Darauf kannst du stolz sein. Selbst ein vor Zaun rasender Baumschrat konnte dich nicht in Panik versetzen. Und auch umzingelt von blutdürstigen Wölfen hast du entschlossen gehandelt. Du konntest dein Potenzial voll und ganz entfalten. Du bist stark geworden, Ash. Es ist an der Zeit, dir die Technik reißender Klauen beizubringen. Mögest du damit weitere mutige Taten verbringen. Nun, entschuldige mich bitte. Ich muss darüber nachdenken, wie wir mit Volkür verfahren sollen. Mit deiner verdrehten Lehre könnte er noch so viel Schaden anrichten. Zumal er offensichtlich großes Interesse an dir hat. Mach dir jedoch keine Sorgen darüber, sondern konzentriere dich auf dein Training. Und die neue Technik, die ich dir beigebracht habe. Auf ein baldiges Wiedersehen. Okay. Aber eigentlich sollte ich ja etwas nehmen, was wenigstens gerade auch aktiv ist, ne? Ich glaube, damit kriege ich jetzt gerade kein Level ab. Ja, mal gucken. Reißt eine Klaue. Nee. Diesmal war es wirklich sinnvoll. Nett. Sehr. Rosa. So. Und ob ihr es glaubt oder nicht, dürft die Hauptstory weitermachen. Wir haben jetzt auch noch mehr als genug Zeit, um die Hauptstory kurz weiterzumachen. So, wir schalten aber einmal. Wobei, eigentlich ist es ja jetzt egal. Wir haben ja alle auf 15. Ich schalte trotzdem einmal auf den Druiden. Und dann einmal zum Etheritenplatz. Und ja, jetzt heißt es auch wieder minimal Story weitermachen. Das bisschen, was wir jetzt noch machen können bis zur nächsten Levelphase. Das wird dann wieder lustig. Mal gucken, ob ich es rausschneide oder ob ich es drin lasse. Weiß es noch nicht. So. Dann mal weiter hier im Text. Ja, der zumindest gerne den Druiden schon mal auf 16. Dann. Achso, das ist dann unten. Jetzt kommen wir dann auch ins nächste Gebiet. Und zwar ins gute Ulda. Herzlich willkommen am Luftschifflandeplatz. Hier ist der Schalter von Linienluftschiff nach Ulda. Ihr wollt nach Ulda, ist das richtig? Dann könnt ihr euch zum Einsteigen bereit machen. Okay, und auch das tun wir. Und wir warten. Und wir steigen ein. Wieder verabschieden wir uns jetzt aus Credania. Und ich sehe schon und höre schon euer Aufstöhnen und eure Jubelschreie, dass wir endlich wieder was anderes sehen. Und zwar Ulda, die Neidkreuzung.
nicht das Gebiet. Wie gesagt, hier werde ich definitiv auch eine Klasse zumindest leveln, wenn wir auf die anderen dann keinen Bock mehr haben sollten. Haben wir dann zumindest den zweiten Tank, mit dem ich dann noch tatsächlich in Indies gehen würde, weil da weiß ich zumindest schon, wie es funktioniert. Zumindest ein bisschen. Du musst die Gesandte aus Kredanie sein. Wir kommen in der Perle der Wüste. Ich hoffe, der Flug war angenehm. General Rauban erwartet dich bereits. Wir lernen endlich mal einen Mann in den Führungsringen kennen. Du musst die Botin aus Limsalominsa sein. Wir wurden bereits in Kenntnis gesetzt. General Rauban erwartet dich. Wenn du dich bitte mit dem Lift zur Ebene der Redner begeben würdest. Aber natürlich. Das kriegen wir doch hin. Sagen wir so, es liegt uns jetzt zumindest frei, zu machen, was wir wollen. Weil wir dann jetzt halt hier überall hinporten können. Was ich definitiv mache, ist halt die ersten Quests annehmen. Also die Berufe abholen, sodass wir sie haben. Dass wir dann dementsprechend, wenn wir dann mit den Berufen sozusagen leveln, dass wir dann die Ausrüstung auch schon verkaufen können. Bartholomew, du bringst Botschaft aus Limsalominsa. Darf ich bitte einen Beweis für diese Behauptung sehen? Hier. Ja, vielen Dank. Das offizielle Siegel vom Limsalominsa. Dann geh bitte weiter zum General. Okay. Ach, die Abgesandte aus Limsa. Du siehst ja halbwegs ehrenhaft aus für eine Piratin. Du musst eine fähige Frau sein, wenn Admiral Merlweb dir vertraut. Willkommen im Sultanat Uldar. Ich bin Rauban Aldin, Anführer der Legion der Unsterblichen. Also sprich, was führt dich hierher? Eine Gedenkfeier also? Du weißt, wie es zwischen Eosea und dem Galileischen Reich steht? Kanesena hat dir gesagt, dass es schlimm aussieht. Damit kann sie ja wohl nicht Uldar gemeint haben. Obwohl es tatsächlich etwas eng werden kann. Und schon schöne Grüße sollst du mir bestellen und meinen Rat zum dunklen Wolf einholen, wenn das nicht bedeutet. Eschkoran, es gibt ein paar Dinge, die du über die Galia wissen solltest. Vor 50 Jahren waren die Bastarde noch völlig unbedeutend. Ein Volksstamm unter vielen, der im Norden ohne besondere Errungenschaften dahin lebte. Dann ließ eine Verwirrung des Schicksals sie auf die Magitech-Technologie stoßen. In kürzester Zeit verlieh ihnen das neu erworbene Wissen überragende Macht. Dann gab es kein Halten mehr. Sie fielen mit ihren Maschinen in Eosea ein und überrannten Alamigo. Das Kaiserreich ist übrigens noch gar nicht alt. Vor dem derzeit regierenden Kaiser war es eine Republik. Momentan ist die Lage gespannt, weil der Kaiser schon über 80 ist. Alles wartet auf einen deftigen Nachfolgerstreit. Er ist ein begnadeter Anführer seines Volkes und wenn der Falsche an die Macht kommt, ist der Zusammenhalt des gesamten Reichs in Gefahr. Deswegen verhält sich das Kaiserreich in letzter Zeit auch so ruhig. Die haben auch intern einiges zu bewältigen. Uns wäre es natürlich recht, wenn sich die Galia einfach selbst aushebeln würden. Da könnten wir in Frieden die letzten Wiederaufbauarbeiten nach der Katastrophe leisten. Aber so einfach wird die Sache wohl nicht werden. Die 14. Legion wetzt schon die Messer, blutdurstig wie eh und je. Legatus Gaius van Belsa führt die Truppen. Eine wahre Geißel Eoseas. Eieiei.
wenn wir die Konfrontation nur noch etwas hinausschieben könnten. Es ist ja nicht nur der Wiederaufbau, der unsere Kräfte bindet. Wir haben oft mit deren Primae zu kämpfen. Diese unberechenbaren Götzen, die sich die wiedererstarkten Windstämme herbeibeschwören. In dieser Hinsicht sind wir sogar in derselben Lage wie die Galea. Denen sind die Primae genauso ein Dorn im Auge. Nur haben die Galea ein Auge mehr als wir. Den Wolf zähmen, was? Die Saatseherin zögert wieder mal, die Dinge beim Namen zu nennen. Dann ist wohl die Zeit bald gekommen, da wir uns den Galea entgegenstellen müssen. Sobald Bewegung in der 14. Legion kommt, ist das primäre Problem erstmal zweitrangig. Nervip hat vielleicht gar nicht Unrecht. Eine Zeremonie wie diese Gedenkfeier könnte den Zusammenhalt stärken und die Leute daran erinnern, dass unser Kampf noch keineswegs ausgestanden ist und dass die Nachwelt Heldenmut gebührend zu würdigen weiß. Was soll ich zu Tana und dem Scorpio-Kreis also sagen? Nichts. Nanamur müsste im Palast sein. Ich werde ihr persönlich berichten. Jawohl. Und der Satzierin werde ich meine Ansichten zum Umgang mit Wölfen schreiben. Dir, Abenteurerin, vielen Dank, dass du uns einen großen Dienst erwiesen hast. Ja, gerne doch. Du hast nun Zugang zu den Linienluftschiffen, die zwischen den drei Stadtstaaten verkehren. Für eine bestimmte Gebühr kannst du von Luftschifflandeplatz der jeweiligen Stadt aus an Bord gehen. Dam, dam, da, dam. Und wir haben ein neues Pet. Ganz, ganz süßes, tolles neues Pet. Vom Süß. gut, ich würde sagen, das machen wir aber hier beim nächsten Mal. Und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit den Parts und bis zum nächsten Mal. Ciao!